Lieber Jan, falls du im Chat bist, ich werde dir auf jeden Fall noch zurückschreiben. Also mach dir da keinen Kopf. Wir bekommen immer zwei, ne? Mach dir da keinen Kopf. Ich bin dir nicht böse. Punkt. Nur damit du weißt. Und das sollte dir bewusst sein. Ui, ist der Zyklop bunt. Ajo, der Zyklop ist bunt. Der Zyklop singt tätig. Warum denn? Hä? Leute, was ist los mit euch? Es ist ein Dschungel, ja, es ist ein Dschungel. Wahrlich, wahrlich, ich sage es euch. Wir packen mal das Ding hier rein. Okay. Alles gut, alles gut. Alles gut, alles entspannt, alles entspannt. Ich erklär's dir, das ist... Ich erklär's dir dann später, ist alles Taco. Also das war auch... keine Böswilligkeit meinerseits oder so. Okay, was haben wir denn hier? Haben wir alles? Ah ja, genau. Ach, die Energiezellen. Ja, toll. Jetzt habe ich die unten gelassen. Ich sollte, glaube ich, oben einen Schrank für die Energiezellen machen. Für die hier, oder? Passt hier überhaupt noch einer rein? Hier. Brauchst du Schweber? Warum brauche ich Schweber? Ich brauche doch keinen Schweber. Hey. Bitte was? Ich verstehe Sie nicht. Reden Sie mit mir Deutsch. Jetzt hoch. So. Okay. Ich muss eh noch ein paar reinknüppeln da hinten. Hui. Nee. Hast du etwa Algen? Algen sind keine Wasserpflanzen, okay? Nur damit du es weißt. Also bitte. Beruhig dich, ja. Hauptsache Snacks sind immer an Bord. Ja, also, wenn ich keine Snacks habe, dann ist alles vorbei. So, wir ballern hier die Originalen rein. Passt doch, guck mal. Und dann muss ich jetzt nur noch... Discount über, Discount da. Ich gehe die mal kurz laden. Und dann komme ich zurück und dann nehme ich die mit 90% und lade die auf. Weil ich einfach so ein Hajo bin. Nein, das mache ich natürlich nicht. Ich will das einfach nur so machen. Ich will die nur kurz aufladen, damit wir danach nochmal weiter können. Okay, habe ich wieder diesen... Ich habe wieder diesen Thermal... Ja, ich habe wieder diesen Thermalbock, Alter. Seht ihr das vor mir? Hui, es blubbert. Okay. Und wie geht's euch sonst so? Ich lasse mal das Fensterchen offen. Ich hoffe, euch geht's gut. Hier lädt sich alles auf. Ah, ich könnte was essen währenddessen. 2, 3. Knupp. Qualität ist tipptopp. Hast du so viele Pflanzen vielleicht? Ich weiß nicht. Also, oder ist die Qualität der Algen gerade tipptopp? Ja, mir geht's ganz gut. Also tatsächlich nur halt ein bisschen wegen Corona alles immer so ein bisschen ungewiss, aber bei mir klappt dieses Jahr echt alles. Außer Corona. Also ich habe keins, aber ich will's auch nicht. Es klingt irgendwie falsch, wenn... Wisst ihr was? Wir laden das auf. Während wir hier warten. Geil. Wir nutzen keine Schiffsenergie dafür. Hau das Ding nochmal. Keine Algen, sagt er wieder. Shatrix, du wiederholst dich, dass du keine Algen hast. Die Dinger brauchen echt lange zum Laden. Die sind viel schneller. Kann man die nicht da reintun, so zu dritt oder so? Nee, 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 ich bin glücklich, dass ich das nicht habe. Andere hat's
Achso, Algen. Es ging um Algen. Ich dachte, es geht um Corona. Alter, ihr macht mir Sorgen. Okay, jetzt lasst uns aber echt mal los, weil... Ja klar, das Ding habe ich ja aus. Jetzt aber los, jetzt aber los, jetzt aber los. Spinnt. Für die Batterien. Moment, ich kann hier zwei nehmen und die beiden kann ich aufladen währenddessen. Während wir fahren und die vier kann ich dementsprechend woanders hinpflanzen. Chatrix, wo wir gerade bei Pflanzen sind. Das kommt da rein. Jetzt müssen wir wieder unser Zeug nehmen. Den Segleiter brauchen wir, glaube ich, nicht, ne? Perfekt. Und die kommen da rein. Und jetzt. Ne, Moment. Ach, das Messer kommt nicht mit. Das war der Punkt. Ich komme ganz durcheinander. So. 3, 4, 5. Okay. Machen wir das trockene Land da hinten. Ah, jetzt geht's mir besser. Okay, dann los geht's. Ja, ja, ich mach das absichtlich. Also, ich hab ja... Ich hab erstmal ein paar Batterien überhaupt mitgenommen. Okay, huh. Ich hab erstmal generell ein paar Batterien mitgenommen. Das war ja mein Ziel. Fliege ich gerade an der Oberfläche? Nee. Also ein paar große Schiffsbatterien quasi. Und dann habe ich extra die kleinen mitgenommen. Und die kleinen kann ich ja hier laden. Und genau, das habe ich extra so gemacht, damit ich immer hier meine kleinen Batterien aufladen kann, schlimmstenfalls. Und dann kann ich immer umschwenken. Also quasi, ne? Dass ich quasi dann sage, okay, wenn einer der großen Batterien leer ist, habe ich noch ein paar in Ersatz. Einfach nur, damit ich nicht auf dem Weg irgendwann mal pleite gehe. Oder so. Wenn es sich pleite nennt. Okay. Ach, hier gibt es ja die anderen Viecher, ne? So. Achso. Ich vergesse das immer. Engine powering down. Passt. So, Licht an. Ich hab Hunger. Passt. Ich nehme die Schubkanone mit. Platziere sie auf 4. So. Und wir gehen mal gucken. Cool, dass es das hier gibt. So. Wir nehmen Licht mit. Ja, also deswegen, ich habe so ein bisschen, so ein bisschen da überlegt, wie ich das am besten mache, damit ich immer gut auf Reserve bin. Da hinten ist die Aurora, wunderschön. Hier bin ich nicht so ganz richtig. Aber es wird wieder hell, das heißt, ich kann rennen. Der Treffpunkt ist hier unten. Alter, sieht das geil aus. Sorry, what? Hier ist das PDA. Ich, Integrating new PDA data. Muss, glaube ich, nicht vorlesen, ne? Muss ich vorlesen? Wo ist das denn? Da, ne? Nee. Treffpunkt, doch. We have to board the Aurora. Repair the long-range comms. Make contact with the other survivors. We can't be the only two that made it. Those are not the orders the captain gave me, and they are not the orders I'm giving you. This isn't chain of command, it's survival. My obligations as acting commander don't turn on their convenience. Get out of the water. If I get into trouble, I'll send you my coordinates. I can't let you go alone. Then come with me. You don't leave me much choice. Received emergency transmission from Second Officer Keane. 2 hours after last activity. Rendezvous was a failure.
intercepted a transmission from Altera HQ. Seems they sent a data package to the Aurora. We were intercepted by a Leviathan-class Predator before we could reach the ship. Consider the CTO and I lost at sea. Be safe. Keen. Out. Da wurden sie von Leviathan gefressen. Schöner Snack. Warte mal. Ich bekomme ganz schmutzige Nachrichten von Bernhard. Was meinst du? Ich finde, der Zyklöp hat eine erotische Stimme. Stimme. Schwimmt einfach noch immer weiter im seichten Wasser. Was? Die Snacks sind nicht kostenlos? Ich gehe davon aus, dass sie kostenlos sind. Mit was soll ich denn bezahlen? Mit meinem Leben? Aua. Aber nee, tatsächlich, sind die nicht kostenlos? Hui. Okay. Alles klar. Okay. Wir haben noch eine Mission, wo wir gerade... Ah, Moment. Solange die Motoren in Ruhe starten. This is Life Pod 7. Coordinates attached. Pod is structurally sound, but the fabricator's bust. Requesting assistance. 7 out. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Alles klar. Neue Koordinaten, die sind da unten. Wir sind schon ein Stück weg. Hm? ein Snack gleich 8 Jahre früher sterben. Warum? Klong. Irgendwas ist gegen mich geflogen. Also nie umgekehrt. Okay. Kann man eigentlich... Geht das auch mit dem hier? Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Man kann so ein bisschen rausfliegen. Okay, wir geben auf Fullgas. Sank auf 500 Meter, bevor U ausstieg. Dann würde ich versuchen, vielleicht... Ich weiß nicht, ich würde auch gerne auf die Aurora und eigentlich liebend gern... Rechts vor links! Und würde eigentlich liebend gern meine Kaffeemaschine installieren. Die bekommen wir ja irgendwo da hinten, ne? Komm, wir holen uns jetzt erstmal die Kaffeemaschine, oder? Kann man jemand die Musik anmachen? Ist auch krass. Kann man jemand den DJ spielen? Wir brauchen Musik. Er ist uns so langweilig. Oder wir singen alle. Wir habt was dagegen. Das ist ja unlustig. Entschuldigung. So, ich weiß. Ich muss hier ein bisschen rumnavigieren. Die. Patrick, ich habe Angst, was du da geklippt hast. Oder was ist das? Patrick, du klippst ganz böse Sachen. Kammer Kanadian. Ich? Nö. Bernhard, du kannst singen. Ich hab gehört, Bernhards können immer singen. Weil sie mit B anfangen. Das war mal ein Fisch, den wir gebraucht haben. Arme Fischi. Ich hoffe, die Radiationszone ist nicht zu nah noch. Nee, Moment. Wir haben ja schlimmstenfalls unser Zeug dabei. Aber eigentlich dürfte es ja keine Radiation geben. Oh, da kommt ein Emoji. Wisst ihr was? Wir machen mal volle Fahrt, oder? Gib ihm.
Fahrzeug vibriert, extremer Lärm. Was? Ich bin auf dem falschen Weg? Aber wir haben noch die Raumnummer. Also ich würde die vielleicht dann nutzen. Wenn das eine, dann das andere. Alles klar. Wir machen langsam. Was Breath of the Wild spielen? Ich kann nicht nur singen. Ich kann nicht singen, nur Breath of the Wild spielen. Okay, was ist das denn? Wow. Puh, was ist jetzt los? Was bist du? Alles klar. Okay. Das war das erste Corona-Opfer. Hör doch mit diesen Corona-Witzen. Engine powering down. Ich will mir das Ding nur kurz angucken. What are you? Die Frage stelle ich mir immer wieder, Brudi. Komme ich da überhaupt rein? Ich kann mich auf jeden Fall durchbacken, habe ich das Gefühl. Ja, hier komme ich rein. Datasette. Raubtier-Täuschkörper. Okay. Was ist das? Ich wollte das eigentlich gar nicht aufmachen, aber... Kernreaktor, und das habe ich auch noch nicht. Das ist echt schade. Wo ist das denn? Bin ich doof? Da. Locktiere an seine Position, kann von Hand oder von einem Tauchboot ausgesetzt werden. Einmal ausgesetzt, kann er nicht wieder aufgenommen werden. Krass. Wusste ich gar nicht. Ich vertraue der Welt nicht. Engine powering up. Ich würde gerne losfahren, danke. Hier unten ist irgendwo der Leviathan, ne? Der dreht hier irgendwo seine Runden. Ne, der ist noch weiter hinten. Der müsste genau sogar da sein. Oder? Nee, der müsste hier sein. Ich hoffe, wir schaffen es überhaupt hier rein. Vielleicht sollte ich mal kurz... So. Damit wir hier nicht gleich... Begegnung der dritten Art haben.
Perfekt. Ich kann sogar reinlenken. Das ist ja der Wunderhammer.